Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Heute verkaufen wir erstmal von den Produkten, die wir haben, ja, den Rest, der noch da ist, weil da ist eine Menge da. Deswegen packe ich erstmal schon schön Spieß in die Mikrowelle. Ich habe schon gesehen, wenn wir für den nächsten Gourmet, wenn wir den einladen wollen, da brauchen wir Hühnersuppe müssen wir viermal servieren und noch sechsmal den Ofa-Kebab. Ich habe hier noch fünf da. Ja, ich mache erstmal auf die Speisekarte alles drauf. Wir haben den Ofa-Kebab, die Hähnchenbrust und die Tomatensuppe. Wir können tatsächlich bis zu 10 Gerichte draufpacken. Aber ich glaube, es reicht auch erstmal, wenn wir die drei haben. Ich meine, der Laden ist relativ klein. Das darf man nicht vergessen. Ich habe gesehen, hier drüben gibt es eine größeren, da hinten. Aber der kostet 50.000. So viel Geld habe ich jetzt erstmal nicht. Ich kann froh sein, dass ich mit meinen 8.000 hier gerade gut zurechtkomme. So, wir gucken mal drauf. Chilis sind heiß, der Spieß noch nicht, aber ich glaube, das haut so hin. Kebab rein. Jawohl. Das heißt, eine schöne Tomatensuppe, die dauert ja mal ein bisschen länger. Packen wir mit rein. Hier habe ich das goldene Grillhähnchen. Kann ich das hier auf den Kühlschrank draufstellen? Ja, aber es sieht nicht gut aus. Das goldene Grillhähnchen, das packe ich hier einfach hier in die Ecke, bis ich einen besseren Platz dafür gefunden habe. So ein kleiner Kebab-Spieß, den kann ich auch locker hier vorne hinstellen. Auch ein schönes Bild noch mit dran. Achtung, scharf. Der scharfe Juan hat mir das da gelassen. Jetzt haben wir sogar noch eine schönere Spüle. Aber die werde ich jetzt nicht platzieren, weil da müsste ich alles nochmal draufräumen. Ich lasse sie erstmal so. Noch mehr von diesen Osterkörben. Ja, die brauche ich nicht. Ist das jetzt endlich mal heiß? Ich packe sie einfach so drauf. Ja, scheiß drauf. Die Suppe wird irgendwie nie heiß. Ich glaube, die muss ich noch mal in einem Topf warm machen oder so. Ich glaube, da muss ich den Topf einfach noch mal heiß machen. Aber jetzt habe ich die einmal in diesen Schalen drinne. Da bleibt es einfach so, wie es ist. So, ich gucke mal hier rein. Sieht gut aus. 12 bis 15 Kunden. Das ist schon nicht schlecht. Laden öffnen. Willkommen, willkommen. Gerade frisch gemacht. Tomatensuppe extra kalt. Kann man aber auch als Vorspeise kalt essen. Ist also nicht das Thema. Ja, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht noch jemanden einstelle, der den Abwasch für mich macht oder so. Weil das zwischenzeitlich mal ganz schön nervig ist. Mich würde auch mal interessieren, ob sich an den Tisch auch mehrere Leute dran setzen, weil irgendwie geht immer nur einer hin und dann ist voll. Obwohl ja noch Platz ist für mehrere Personen. Schüssel nehme ich mit. Teller rein. Geld her. Und wenn der Laden immer leer ist, einfach abwaschen. Oh, ganz schön leer. Haben alle gut gegessen und jetzt kommt keiner mehr. Aber wir warten es mal ein bisschen ab. Ich glaube, es können immer viermal Leute von dem Essen sich nehmen. Ah, der nächste. Willkommen, willkommen. Hähnchenbrust ist da, gar kein Problem. Noch ist alles da. Hähnchenbrust alle. Dann können wohl doch nur drei Leute von dem Essen nehmen. Ja, war ja klar, dass du jetzt auch Hähnchenbrust willst. Ich bin hier ganz alleine. Ich muss mich hier um alles kümmern, als Koch, als Tellerwäscher und als Kassierer. Alles warm. Hähnchenbrust ist wieder da. Gönnt euch. Oh, Level 13, es geht voran. Tomatensuppe alle. Ja, ich brauche die gar nicht reintun. Die müsste ich in einem Topf heiß machen. Und ich gieße sie nicht wieder zurück in den Topf rein. Das macht gar keinen Sinn. Oh, den Dreck muss ich erstmal wegmachen hier. Achtung, Achtung, ich putze. Zack.
Fertig, dann her damit. Ah, der ist noch. Jetzt nicht mehr. Hier wird direkt abkassiert, alles am Fließband. Gar nicht lange sitzen bleiben, die nächsten Kunden warten schon. Wir haben nicht so viel Platz. Aber er hat sich nochmal Hähnchen genommen, sehr gut. Ja, mit dem Geld. Die Frage ist, ob ich von dem Ofa-Kebab nur 5-mal verkaufen muss, also dass sie sich einen Teller nehmen oder 5 gesamte Teile. Können wir am Ende des Tages einfach mal nachschauen. Okay, Hähnchen ist alle. Du kriegst jetzt kein Hähnchen. Tomatensuppe, gut. Besser ist es. Ich hätte es nicht nochmal extra Hähnchen gemacht, weil ich habe auch keins mehr. Aber ich glaube, das ist auch die letzte Kundin für heute. So, den nehme ich schon mal mit. Ja, mit dem Geld. Aber da weiß ich fürs nächste Mal, dass ich dann die Tomatensuppe im Topf lasse. Oder den Topf nochmal warm mache. Weil es in den Schalen nicht geht. Aber ich glaube, es beschwert sich auch keiner, wenn ich die Tomatensuppe kalt serviere oder die Hühnersuppe. Da gab es bis jetzt kein Gemecker. So, ich gucke nochmal mein goldenes Hähnchen an. Alles sauber, jawohl. Oh, wir müssen den Laden zumachen. Zack. Und dann ab ins Bett. So, ein neuer Tag im Restaurant. Tomatensuppe habe ich noch eine da. Ofa Kebab sind noch 4 da. Das heißt, Tomatensuppe könnte ich theoretisch nochmal machen. Ich würde jetzt hier den Ofa Kebab auf jeden Fall nochmal reinpacken. Dann machen wir die Tomatensuppe nochmal rein und dann machen wir die Hühnersuppe. Zack. So, wir machen es ganz einfach. Wir machen erstmal die Tomatensuppe. So, 1,20 Liter muss rein. Ja, ein bisschen mehr, ist nicht so schlimm. Milch rein. Butter rein. Zack, zack, zack. Rein damit. Anmachen. Und dann hole ich einen Teller raus. Und dann mache ich das so, dass ich hier eins reinmache und den Topf dann nur heiß. Zack. Vorsichtig, vorsichtig. So, den kann ich erstmal so lassen. Wir nehmen uns Petersilie, die machen wir rein. Und dann ist die Tomatensuppe schon mal fertig. Sehr gut. Dann kann ich den Topf theoretisch hier reinpacken. Noch eine Tomatensuppe auf Reserve und da kriege ich noch 2 raus. Und dann gucke ich mir jetzt erstmal das Rezept an für die Hühnersuppe. Wir brauchen Wasser 1,20, Hähnchenbrust 2-mal, eine Zitrone und Hühnerbrühe. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Hühnerbrühe. Ich würde mal 2 mitnehmen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch eine Zitrone. Ich werde mal 2 mitnehmen. Das sollte reichen. Mehr stand jetzt auch nicht auf dem Rezept. Und jetzt brauche ich noch Hähnchenfleisch. 2-mal. Ganz entspannt. Hähnchenbrust. 2-mal. Her damit. Da kann ich gleich mal anfangen, das zu schneiden. Hähnchenbrust geschnitten. Hähnchenstücke. So. Dann 1,20. Oh, fast perfekt. Zitrone. Zitrone schneiden. Und die Hühnerbrühe habe ich hier drin. Ich gucke noch mal kurz rein. Das heißt für uns Wasser, Hähnchenteile rein, Zitrone rein, Hühnerbrühe rein. Einfach nur kochen. Okay. Dann schmeißen wir jetzt hier das Hähnchenfleisch rein, die Zitronen. Die Hühnerbrühe. Die restliche tue ich mal rüber. Dann mache ich hier an und das ist es schon. 20 soll ich reinmachen. Das heißt, die kann man theoretisch 5-mal fünf Pötte machen. Ups. Okay, ich kann nicht 5 Pötte machen.
Ist so bei uns immer ein bisschen voller. Wir gönnen richtig den Kunden. Die kriegen immer großzügige Teller. Sagt, dann mache ich hier den Spieß noch mal heiß. Ich kann natürlich theoretisch auch noch mehr von den Ausstellern hier platzieren. Und dann hat man ja gesehen, bis zu 10 Gerichte machen. Ich wollte mir hier noch gucken. Ich glaube, es hat aber auch nur einer genommen. Den Kebab. Wir schauen einfach das heute noch mal an. Pepperoni ist heiß. Das heißt, es geht ab. Sehr gut. Open up. Reinspaziert, ganz neue Gerichte. Hühnersuppe. Bombastisch. Ja, Kebab auch nicht schlecht. Hühnersuppe, bombastisch. Jawohl. Die muss man auf jeden Fall gekostet haben. Ganz frisch dabei. Jawohl. Noch jemand. Extra super frisch zubereitet. Ist noch heiß. Gerade erst fertig geworden. Bei dem Tomatensuppe. Level 14, sehr gut. Da sparen wir ja den Tellerwäscher. Ich habe da keine Lust mehr. Ich bin der Koch. Oh, ich habe es gehört, da ist was alle. Hühnersuppe. Rauf auf den Pott. Machen wir nochmal heiß. Und dann theoretisch 200 Milliliter, aber das schaffe ich nie. Wie soll ich das denn so genau abschätzen? Ich schütte immer zu viel raus. So, wir gucken mal. Langsam, langsam. Ungefähr so. Hühnersuppe wieder da. Ja, perfekt. Es war vielleicht ein kleines bisschen mehr. Aber das ist gar nicht so schlimm. Kebab. Kebab ist alle. Da haben wir noch was auf Reserve. Oh, es ist hier aber viel zu tun. Wie soll ein Mann das alleine schaffen? Oh, da liegt Müll. Aber ich bin auch irgendwie zu geizig, mir dann so jemanden einzustellen, der dann am Tag irgendwie, weiß nicht, 200 Piepen haben will. Für das bisschen. Ja, okay, jetzt ist es mega nervig, das mit dem Aufwasch, aber. Ach ja. Kebab. Ganz vergessen, dass ich den in der Mikrowelle hatte. Ich meine, frisch am Spieß gebraten. Ah ja, er ist bereit. Ich kann ihn einladen. Beim Juan war es so, dass er dann den nächsten Tag gekommen ist. Das prinzipiell ist es möglich, dass wir den schon einladen. Jetzt habe ich gesehen, dass du deinen Müll da hingeschmissen hast. Die bringen den mit rein. Da kann ja gar nicht von mir sein, weil hier gibt es nichts, was Müll produziert. Ich gebe dir die kalte. Wegen dem einen muss ich jetzt noch mal was zu essen machen. Ich gebe dem die kalte. Ich wasche so lange auf. Das ist sowieso der letzte Kunde. Der Laden ist sauber. Das heißt für heute Schluss. Ab ins Bett. So, wir gehen heute ins Restaurant. Ganz einfach, ganz locker, ganz entspannt. Und ich verbrauche einfach noch das, was da ist. Und mache dann noch mal eine neue Ladung von Gerichten für den Küchenchef, der dann kommt. Dann verkaufe ich heute noch mal die Reste und mache dann morgen komplett frische Gerichte für den Gourmet. Und Tomatensuppe servieren. 100%, 100%, jawohl. Wir machen auf. Alles ganz frisch gekocht, wirklich. Damit auch jeder zufrieden ist, das ist hier das oberste Gebot in diesem Luxusrestaurant. Wir haben zwei Suppen und einen Spieß. Höchste Qualität. Ja, und die nehmen ganz viel Hühnersuppe. Ja, die ist schon alle. Man kriegt halt doch viel aus den Suppen raus. Mehr als gedacht.
Da sollte man 5 Stück rausbekommen. Wenn man das alles so macht, wie sie es gehört, genau abschätzt, dann kriegt man auf jeden Fall 5 Suppen raus. Ich habe jetzt immer 3 gehabt. Oh, den Dreck muss ich erstmal wegmachen. Willkommen, willkommen. Ja, alles da. Hühnersuppe, super. Hühnersuppe alle. Hühnersuppe mit rein. Weil es können noch einige Gäste kommen. Da sorge ich dafür, dass alles tippitoppi ist, so wie sein Müll. Wir wollen einen guten Eindruck machen, damit unser Restaurant aufsteigt, bekannt wird und die Leute... Was ist das? Der hat einen Teddy in der Hand. Jetzt war weg. Verrückt. Was hast du alle gemacht? Tomatensuppe. Könnt euch bedienen? 2 Leute sogar. Dann lohnt sich das ja noch. Das dauert jetzt erstmal. Lehnt euch zurück. So, sollte alles sauber sein. Alles erledigt. Dann können wir ab ins Bett. So, Freunde, das war's für heute mit dem Kebab-Simulator. Ein neues Gericht haben wir geschafft, die Hühnersuppe. Na, das gibt's beim nächsten Mal. Da machen wir die Tomatenkebab und laden den Küchenchef ein. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr vom Kebab-Simulator von mir sehen wollt. Bis dahin, entspannter Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.